Ich werde oft gefragt, wie viel Schlaf brauchen wir alle? Ich weiß, wie viel ich brauche. Ich penne wie ein Murmeltier. Also 8 Stunden ist das Minimum. Ich freue mich über 9 Stunden. Dementsprechend habe ich meinen Alltag auch irgendwie immer so ausgerichtet, dass das einigermaßen funktioniert. Nicht immer geht's, aber doch meistens. Die Statistik sagt, dass wir mindestens 7, besser 8 Stunden im Durchschnitt schlafen sollen. Der Deutsche schläft meistens so im Durchschnitt zwischen 7 Stunden 35 Minuten. Aber wenn ihr euch selber mal darüber nachdenkt, schaffe ich das überhaupt, bin ich mir sicher, dass einige von euch sagen, das schaffe ich überhaupt nicht. Dabei ist es ganz wichtig für den menschlichen Organismus wirklich, dass wir das machen. Denn der Körper muss ja beispielsweise den Alltag verarbeiten. Und er muss euch für den nächsten Tag vorbereiten. Und wenn ihr am anderen Morgen müde und gerädert aufsteht, dann wisst ihr doch in der Regel, ich habe nicht gut geschlafen oder zu wenig geschlafen. Das heißt also insgesamt, versucht dem Organismus doch bitte die von euch präferierte Schlafzeit, die Wohlfühlschlafzeit insbesondere, doch so oft wie es geht zu geben. Und die muss einfach immer so zwischen 7,5 und 8 Stunden täglich liegen. Man kann es nicht vorschlafen und vor allen Dingen kann man es kaum nachholen. Man schläft zwar am anderen Tag, wenn man vorher kurz und wenig geschlafen hat, etwas besser ein. Aber der Vortag, dann war insgesamt im Alltag doch völlig kaputt. Das wissen wir doch, kompensiert bekommen wir es in der Regel nicht. Dementsprechend heißt das, wir brauchen Schlaf für die Regeneration. In den ersten 4 Stunden beispielsweise regeneriert in der Regel der Körper. Also nach einem Training sind die ersten 4 Stunden die wichtigsten. Und die zweiten 4 Stunden sind in der Regel für die mentale, für die psychische Verarbeitung. Das heißt also, ihr erkennt schon daran, 4 und 4 macht 8. Und wenn ihr beispielsweise in der Nacht mal irgendwann aufwacht, so nach 5 Stunden, wisst ihr, okay, jetzt ist die mentale Verarbeitung nicht abgeschlossen. Dementsprechend bleiben die Sorgen und Gedanken unverarbeitet in euch hängen und stressen euch. Versucht gerade unter diesem Aspekt viel zu schlafen, damit der Körper eben entstresst und gut ausgeruht morgens aufwacht.